diese sinnlose Zerstörung. Wow. Also in den hohen Himmel sieht's gerade nicht gut aus. Imperius. Ihr wollt Diablo doch nicht etwa erneut gegenübertreten. Eure Wunden sind kaum verheilt. Die Himmel stehen in Flammen. Das ist eure Schuld, Tyrael. Und ihr, Nephalem, werft einen Blick auf das, was euresgleichen angerichtet hat. Ich weiß, was in ihm vorgeht. Aber wir müssen weiter. Von uns allen hätte ich derjenige sein müssen, der es hätte kommen sehen sollen. Ich habe es zugelassen, an diese Geschichte zu glauben, dass Adria anders wäre, als ich argwöhnte. Und nun ist die Welt verloren. Und ich fühle mich, als wäre ich verantwortlich. Wir alle haben in Adria nur das gesehen, was wir sehen wollten. Lea eingeschlossen. Lasst eure Scham beiseite. Wir müssen die Sache wieder ins Lot bringen. Seitdem Adria uns verraten hat, denke ich darüber nach, dass Magda einst die Führung des Zirkels mit jemandem geteilt hat. Was meint ihr damit? Es war vor 20 Jahren, unmittelbar bevor sich die Finsternis über Tristram senkte. Zwischen ihnen kam es zu einer Art Zerwürfnis und der andere Anführer verschwand. Ich glaube, dass es sich dabei vielleicht um Adria handelte. Das ergibt Sinn. Adria ging, um Diablo in Tristram aufzusuchen, während Magda bei ihren Anhängern blieb. Holla. Ein interessantes Thema. Mal sehen, was die anderen dazu... Diese Festung hat uns ja wirklich verdammt viel genützt, was? Der Todesstoß kam von jemandem, dem wir vertraut haben. Ich habe gewusst, dass wir verlieren würden, aber nicht auf diese Art. Ja, was die anderen zu sagen haben. Naja, wir hatten eine gute Zeit zusammen, oder? Schade, dass wir demnächst sterben werden. Ihr wirkt nicht besonders beunruhigt. Man wählt nicht einen solchen Lebensstil und erwartet dann, ein hohes Alter zu erreichen. Die einzigen, um die es mir wirklich leid tut, sind die Frauen. Welche Frauen? Na, alle. Im ganzen Land werden Unmengen Taschentücher von leidvollen Tränen benutzt und unzählige Kleider vor Trauer zerrissen werden, wenn sich die Nachricht verbreitet, dass ich im Kampf gefallen bin. Ach ja, der kleine Charmeur. Ihr müsst eure Familie in Zeiten wie diesen vermissen. Das spielt keine Rolle. Ich werde sie nie wiedersehen. Sagt das nicht. Sie leben doch noch. Die Frau meines Bruders denkt, ich hätte etwas mit seiner Verhaftung zu tun gehabt. Und er glaubt ihr. Was? Vielleicht tauge ich nichts. Aber ich würde ihn nie hereinlegen. Das glauben sie mir jedoch nicht. Ich schicke ihnen so viel Gold, aber ich bekomme nicht einmal eine Antwort. Oh, das ist echt mies. Wir haben uns gründlich geirrt. Eine Illusion von solcher Macht konnte ich nicht durchschauen. Was für ein Verrat. Keine Magie der Welt hätte das gekonnt. Wenn ich daran denke, was sie erleiden musste. Wir müssen einen Weg finden, Diablo aufzuhalten. Der Prophet würde es mir niemals verzeihen, wenn er wüsste, dass ich Anteil daran hatte, diesen Schrecken über die Welt zu bringen. Ich konnte die Wahrheit einfach nicht sehen. Ihr müsst mich für sehr dumm halten. Ihr wart nicht dümmer als der Rest von uns. Das ist nett von euch. Ich habe mein Leben der Erforschung des Arkanen verschrieben. Und doch war ich nicht erfahren genug zu handeln, als es wirklich notwendig war. Geheimnisse der Zeitalter. Schmutzige, kleine Geheimnisse. Ich hatte geglaubt, ich könnte dafür sorgen, dass meine Frau nicht umsonst gestorben ist. Und doch ändert ihr Tod nichts, oder? Natürlich macht er das. Ihr seid der beste Schmied, den ich je getroffen habe. Stimmt. Ich bin mir sicher, dass das selbst für Lea ein Trost ist. Nun, da auch sie tot ist. Ich war ein Dummkopf. Man kann die Dinge nicht mehr nachträglich ins rechte Lot bringen. Diese Welt gewährt niemandem Erlösung. Eine betrübte Sicht der Welt. Wenn man so lange gelebt hat wie ich, dann lernt man irgendwann, dass das Leben voller Verrat ist. Es ist allerdings umso grausamer, von denen verraten zu werden, die wir lieben.
Ich weiß, es ist schwer, jetzt an andere Dinge zu denken, aber genau das müssen wir tun. Das Schicksal der ganzen Schöpfung liegt nun allein bei euch. Das klingt ernster, als ich es je zuvor von euch gehört habe. Dies sind finstere Zeiten. Selbst ich muss die Gedanken an Dirges Juwel einmal beiseite lassen und mich mit dem Schicksal der Welt auseinandersetzen. Das ist jetzt aber kein Grund für euch, die Stirn so zu runzeln. Hoffnung! Lasst den Kopf nicht hängen, denn selbst in den dunkelsten Zeiten kann man immer noch hoffen. Hofft auf bessere Zeiten, auf einen neuen Morgen oder hofft nur auf ein gutes Frühstück. Fangt klein an und seht, was ihr erreicht. Ich hätte nie gedacht, dass mein Leben so enden würde. Wie habt ihr euch euren Tod denn vorgestellt? Ich dachte eher daran, von einem Haremkleid erstickt zu werden. Oder vermutlich wahrscheinlicher, durch das Juwel getötet zu werden, nachdem ich suche. Wer hätte gedacht, dass wir gemeinsam so enden würden? Ich kann mich nicht beschweren. Es ist ja nicht so, als ob mein Leben nicht lang genug gewesen wäre. Wir sind noch nicht tot, Chen. Wir können Diablo bekämpfen. Ich bin froh, dass meine grenzenlose Zuversicht endlich auf euch abfärbt. Könntet ihr mir ein wenig davon zurückgeben? Ach, dieser Chen. Ein verrückter Hund. Das Diamanttor gab es schon, seit das erste Licht die hohen Himmel berührte. Nun liegt es in Trümmern. Imperius hat recht. Ich bin der Grund dafür. Diablo hat das getan, nicht ihr. Ihr habt alles in eurer Macht Stehende versucht, um diese Zerstörung zu verhindern. Vor langer Zeit stimmten meine Brüder und ich über das Schicksal der Menschen ab. Meine Stimme gab den Ausschlag. Ich beschloss, euch vor der Ausrottung zu bewahren. Und jetzt hat die Menschheit das oberste Übel hervorgebracht. Tyrael, ihr habt an uns geglaubt. Seid zu einem von uns geworden. Nun müsst ihr als Sterblicher leben und eure Furcht gegen Hoffnung tauschen. Versinkt in Selbstmitleid, wenn ihr wollt. Ich werde weitermachen. Ihr versteht das nicht. Hoffnung wurde zum Schweigen gebracht. Wir sind verloren. Diablo ist zu mächtig. Früher haben die Fürsten der Hölle gegeneinander gearbeitet und intrigiert. Sie haben ihre eigenen Pläne zunichte gemacht. Doch in Diablo, in diesem obersten Übel, gibt es keinen solchen Zwiespalt. Nun erbeben die Hallen der hohen Himmel unter seinen Schritten. Das oberste Übel. Ich kann nicht glauben, was geschehen ist. Adria hat uns alle zum Narren gehalten. Diablos Einfluss durchzieht sie vollkommen. Ich vermute, dass wir ihr nicht zum letzten Mal begegnet sind. Ich hätte wissen müssen, dass Leas Vater der Wanderer war. Wieso habe ich Diablos düstere Präsenz nicht in ihr gespürt? Adria hat uns alle zum Narren gehalten. Sie hat ihre Tochter geopfert, damit Diablo auferstehen konnte. Sie ist ein Ungeheuer. Aber die arme Lea. Ich trauere um ihre Seele. Ich auch. Aber wir müssen später um sie trauern. Zuerst müssen wir uns auf Diablo konzentrieren. Genau, so sieht's aus. Sieh dir die Zerstörung an, die ich gebracht habe. Es wird das Letzte sein, was du sehen wirst. Iskatu, vernichte die Nephalem. Ich fürchte euch nicht, Nephalem. Ihr werdet nichts als den Tod in diesem ewigen Reich finden. Okay. Ihr könntet mich besiegen, Sterblicher! Unsere Armee...
Jede Sekunde, die ich dich aufhalte, bringt mich näher an den endgültigen Sieg. Also ich muss sagen, diese Arschon hat mir jetzt gerade, glaube ich, ein bisschen das Ganze sau vereinfacht. Die uralten Texte beschreiben Schreckensdämonen als unbezwingbare Feinde, als Diablos fleischgewordene Träume. Sie tauchen im Schatten auf, um ihre Opfer zu foltern und verschwinden auch wieder im Schatten. Ihr bloßer Anblick genügt, um einen Horadrim in den Wahnsinn zu treiben und ihn dazu zu bringen, sich bis zum Ende seiner Tage schreiend am Boden liegend die Augen herausreißen zu wollen. Nett. Ich bin Itiraniel, Erzengel des Schicksals. Es ist meine Pflicht, alles was ist und alles was sein wird, in der Schriftrolle des Schicksals aufzuzeichnen. Aber ihr, Nephalem, ihr taucht in dieser Rolle nicht auf. Euer Schicksal ist ungeschrieben. Dann werde ich meine Bestimmung in Diablos Blut niederschreiben. Ihr könnt entweder zusehen, wie die gesamte Schöpfung in Flammen aufgeht, oder mir helfen. Vielleicht lässt sich das Schicksal ändern. Beeilen wir uns, Auriel, Erzengel der Hoffnung, ist von Rakanoth, dem Herrn der Verzweiflung, entführt worden. Ich werde sie befreien. Dann wird es in den Himmeln wieder Hoffnung geben. Was ich jetzt so geil finde, ist, dass dieser Engel des Schicksals die Stimme von Shepard aus Mass Effect hat. Einfach nur ein paar Tonlagen verzerrt. Seid wachsam. Unsere Feinde lauern überall. Einfach nur geil. Obwohl die Bezwinger schon immer mächtige Dämonenzauberer waren, versuchten sie fortwährend, ihre Position in den blutdürstigen Reichen der Hölle zu verbessern. Zu diesem Zweck fingen sie eine Herde gewaltiger Armadons ein, die sie so lange folterten und auspeitschten, bis diese Höllenbestien die Bezwinger als Reiter akzeptierten. Gemeinsam sind sie fast unbesiegbar. Ich wärme mich gerade erst auf! Das einfache Volk von Kanduras spricht oft über Gallenkriecher. Hauptsächlich, um widerspenstige Kinder vor Angst in ihre Betten zu treiben. In Fabeln wird behauptet, dass die Kriecher Dämonenbrut sind, welche zu früh schlüpfte. Die Kreaturen ähneln am ehesten einer blutigen, gefräßigen Masse und besitzen einen unersättlichen Appetit auf Menschenfleisch. Tja, Menschenfleisch ist anscheinend köstlich für Dämonen. Ich finde das so krass, dass wir hier einfach nur durchmähen. Ich wärme mich gerade erst auf! Und da ist ein Engel gefallen. Na, kommt schon, wo ist die Bibliothek? Okay, also nochmal so ein Schreckenslord. Ihr glaubt euch frei von den Ketten des Schicksals, Nephalem. Aber alle werden vor Fürst Diablo niederknien. Er sieht auf jeden Fall mächtig aus. Aber diese Arschon ist... Alter. Einfach zu mächtig. Meine Armeen strömen durch die Hallentore. Die Himmel werden zerstört sein. Lange bevor du auf nur einen Schritt in den silbernen Turm setzen kannst.
Am Anfang diente Rakanoth Andariel, der Herrin der Qualen, mit effizienter Brutalität. Allein seine Berührung kann zahlreiche schmerzhafte Wunden öffnen. Er bewachte Isual während der vielen Jahre, die der Engel als Gefangener auf Rakanoths Ebene der Verzweiflung verbrachte. Doch vor kurzem hat er sein Reich überraschend verlassen.